Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines auf unserem Umweltcampus, den wir jetzt ja die letzten Folgen gebaut haben. Wir laufen hier gerade mit einer Studentin mit über den Campus. Mal gucken, wo die gerade hingeht. Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen noch an den Details gearbeitet haben in der letzten Folge, werden wir jetzt heute damit beginnen, die ersten Stadtteile umzuwandeln in diese Fußgängerzonen mit dem neuen DLC Plazas and Promenades. Da gibt es ja doch jetzt einige neue, sehr interessante Möglichkeiten. Dazu werden wir dann auch den Nahverkehr etwas umbauen und umstellen, dass wir da auf die Straßenbahn, Busse und die U-Bahn setzen und wir dann auch diesen Trick mit dem Traffic Manager nicht mehr brauchen, um den Privatverkehr zu verbieten. Von daher ein DLC, das wunderbar zu uns passt. Da vorne rechts sehen wir den Beachvolleyballplatz. Und dann das Kommunikationsgebäude. Oder ist da doch schon ein bisschen was los? Links haben wir jetzt den zentralen Neubau. Oh, da gibt es sogar Jubel. Ja, also. Es läuft auf dem Campus. Von daher beenden wir das mal, dass wir hier mit der Sibone Lewis, Assistentin im Gebäude 9926 Nord. Aha, sehr gut. Also, dir wollen wir nicht mehr folgen. So, da haben wir noch mal den Blick über den Campus. Ansonsten ist alles angelaufen. Könnten hier noch mal die Grundschule umbenennen in Elementary School. Denn so heißt die Grundschule tatsächlich noch aus Zeiten der Amerikaner. Was hier noch fehlt, ist jetzt eine Bushaltestelle oder eine Buslinie, die möchte ich jetzt hier am Campus einmal etablieren, auch wenn wir uns darum immer im Detail kümmern werden. Also der Zug, der fährt jetzt komplett außenrum. Das ist natürlich auch nicht schlau. Nein, warte, das ist eine Sache, da will ich mich in Ruhe drum kümmern, das will ich jetzt noch nicht machen. Aber ich möchte hier tatsächlich mal eine Busverbindung setzen, dass hier ein Bus im Kreis fährt. Die müsste hier irgendwo. Oh, da hat er den direkt schon benannt. Das ist die UCB-Linie. Grün passt wunderbar. Da reicht auch eine Linie. Mal gucken, wenn das jetzt hier genommen und den Namen nicht geändert. Ne? Alles klar, damit haben wir auch hier die Buslinie, die hier einmal um den Campus herumfährt. Das sollte ja passen. Jetzt. Ja, also dann geht es jetzt darum, hier unsere ältesten Stadtteile, nämlich hier Buchholz und Velmen. Den Friedhof machen wir mal leer. Buchholz und Velmen und die Wühlbeck umzuwandeln in eine Fußgängerzone. Wir werden hier diese Ringstraßen, die werden wir beibehalten. Das wird dann quasi unsere Verbindung für die Straßenbahn. Wir werden auch hier nochmal solche. Das war eine ganz gute Anregung noch in den Kommentaren hier quasi immer so im Kreis und dann hier rechts vom Hof, was ist denn hier mit unserer Berufsschule passiert? Die ist komplett abgebrannt. Ach je. Die müssen wir wieder aufbauen. Ja, die muss ich erstmal wieder erholen nach dem Großbrand. Da rechts brennt es auch schon wieder. Ich hoffe, die Feuerwehr ist schnell genug. Also die Idee ist jetzt, dass die Straßenbahn, dass wir die wieder in Achten führen. Da können wir benachbarte
benachbarte Fußgängerzonen, Stadtteile wieder miteinander zu verbinden über solche Achterstrecken. Das hat man ja geändert. Ich glaube, das werden wir wieder rückgängig machen. Aber wir werden jetzt hier erstmal arbeiten und dann Schritt für Schritt die komplette Stadt umwandeln in Fußgängerzonen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, das ist ja das Problem, wir können nicht so einfach hier solche Stadtteile schon verändern. Da sehen wir, das geht ja nicht, dass wir nur auch den Park übermalen. Aber ich denke, wir können hier einmal anfangen. Das hätten wir schon mal. Jetzt können wir hier nochmal hier einmal quer, würde ich sagen, ziehen wir die Buslinie durch, dass die hier. Das fangen wir jetzt mal an. Lass wir jetzt hier mal gucken. Also wir brauchen erstmal einen Service Point. Da werden wir hier an der Wühlbeck eine definieren. Das muss hier unser Fahrradweg weichen. Sonst haben wir keinen Platz. Also ich möchte einmal hier, da oben ist eine Straße. Okay. Kriege ich die vielleicht hier irgendwo an den Rand? So, das ist quasi der Serviceweg für die also Serviceeinheit für die Wühlbeck. Und dann, ich habe es gerade unterbrochen, weil ich jetzt hier eine Buslinie weggemacht habe. Ich glaube, die Buslinie, die können wir auch löschen, weil die gleich neu definieren werden. Also die Wühlbeck kommt weg, diese Wühlbeck-Linie kommt weg. Dann müssten wir hier noch in Buchholz und Welmen, da haben wir ganz viele. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wie sind hier die verteilt? Wir machen mal. Das haben wir eh nicht. Dann machen wir alle anderen aus. Dann haben wir jetzt nur die Busse. Hier sind jetzt. Hier ist noch eine Buslinie. Das ist die Hagenbezirk. Die möchte ich auch löschen. So, dann haben wir hier die U-Bahn-Haltestelle. Das ist also eine Kopfstelle. Wir haben hier diesen zentralen Hub. Auch da wäre der Punkt, dass man mehr noch Ringstraßen oder Ringverbindungen bei der U-Bahn setzt. Das mache ich nämlich jetzt auch. Lass mich hier diesen Punkt in der Mitte nehmen. Dann haben wir jetzt ja auch neue U-Bahn-Stationen und das hier einmal umwandeln. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo haben wir die? Also wir haben jetzt eine große unterschiedliche U-Bahn-Station, die hat nämlich auch ein X. Genau. Also das wird die hier abreißen. Dafür setzen wir hier die große hin. Dann gibt es hier die Verbindung. Jetzt hier hinten hingezogen. Das werde ich mir vielleicht noch einmal neu machen, aber ich will es erstmal hier weitermachen. Das heißt, wir nehmen hier diesen Punkt, würde ich jetzt als Hub nehmen. Das heißt, wir setzen hier auch noch mal so ein, kann schon mal langsam weiterlaufen lassen. Nochmal hier so eine Busstation hin, auch die gibt es jetzt ja neu. Großer Busbahnhof. Hier nicht auch kleiner. Da haben wir hier den Busbahnhof. So, diese U-Bahn-Linie 13, die kann weg. So, die blenden wir mal alle ein und gucken uns das noch mal eben an. Also haben wir sie. Nicht Verkehr, der wird sich eh gleich noch mal ändern, sondern die
U-Bahnen. Also hier haben wir die diese Linie hier. Ja, vielleicht lassen wir das mal. Ich baue jetzt erstmal und danach gucken wir uns das dann mal an. Das Fenster weg. So, wir haben jetzt hier den Hub mit der U-Bahn-Station. Dann werden wir jetzt hier. Das soll jetzt das Ziel sein, dass wir jetzt hier. Brauchen wir nochmal einen großen Service Point, Frachtsammelpunkt. Den setzen wir hier auch an die Hauptstraße. Mal gucken. Der kann dann auch den Teil hier bespielen. Den können wir hier noch verstecken. Dann müssen wir jetzt erstmal die Buslinien definieren. Dann gucken wir mal, was wir hier nehmen. So, kleiner Sandstein, Fußgänger. Wir machen hier erstmal die Wühlbeck. Das hier upgraden. Also ein bisschen aufpassen. Hier haben wir noch den Zugang zum Park. Das heißt, wir können das hier noch upgraden. Die Straße hier graden wir ab zu einer. Das kann nicht so bleiben. Das ist in Ordnung. Dann können die Busse mich hier rein rausfahren. Wo ist jetzt hier? Das ist das Tor. Das vermisst das Parkgebiet. Das hätten wir auch geregelt. So, die Busse fahren jetzt alle zurück. Wir können jetzt hier in der Wühlbeck diesen kleinen Naturstein Fußgängerstraße und irgendwas mit den Bäumen. Das finde ich nicht ganz hübsch. Da haben wir die Wühlbeck. Dann müssen wir nochmal die Zonierung wieder auffüllen. Teilweise kaputt gemacht. Damit kann sich die Wühlbeck jetzt hier entwickeln. Damit haben wir unseren ersten Fußgängerbereich, unsere erste Fußgängerzone definiert. Zu den Bussen kommen wir dann gleich noch. Dann machen wir das gleiche jetzt hier. Wir ziehen auch hier einmal quer durch die Busverbindung. Das ist die Frage, ob wir da vielleicht so eine breitere Straße nehmen. Da reißt man natürlich viel ab. Ne? Oh, das ist noch die Frage, ob wir das überhaupt so wollen. Also wir haben jetzt hier würde ich so einen zentralen Platz gerne machen wollen. Wir gucken mal. Da gibt es auch noch ein paar nette Features. Wir haben hier noch den kleinen Glasdachplatz. So, dann nehmen wir jetzt hier. Machen wir, wenn man hier die breite Straße, das finde ich jetzt für die Hauptachse ganz gut. So, hier sind einige Gebäude, die wir jetzt verschieben müssen. Gucken wir mal, das ist jetzt so die Einschränkung, die wir hier haben. Beim Umplanen. Was haben wir hier noch? Da ist noch dieser Basketballplatz. So, das Postamt, das muss, glaube ich, an den Rand. Ich brauche nämlich eine Straße. So, wieso kann ich jetzt hier das nicht upgraden? Achso, wo hier der Hundepark. Ja, gut, den setzen wir hier drüben hin.
Okay, Feuerwache müssen wir verschieben. Was haben wir hier noch? Den kleinen Park, der muss mal eben ganz woanders hin. Was haben wir hier noch? Das Kinderkrankenhaus müssen wir versetzen. Hier Platz, dann drücken wir ganz kurz hin. Jetzt habe ich die natürlich auch doof gesetzt. Ganz brutal. Dann können wir euch wieder zurücksetzen. Dich auf die Kante. Die. Dann habe ich jetzt hier. Was ist jetzt meine. Da ist er. Den setzen wir hier auf den Rand. Dann müssen wir mal wieder die U-Bahn wieder gerade ziehen. Da haben wir den Platz. Jetzt können wir es auch, glaube ich, laufen lassen. Ach, die haben so ein bisschen was kaputt. Aber das liegt jetzt hier an dieser Hauptachse, die wir hier gerade definiert haben. Ich möchte dann hier quer auch nochmal Busse haben, aber dann mit einer schmalen Straße. Dann mal von oben angucken, jetzt haben wir hier die Querverbindung, dann ziehen wir hier mal einmal die Busse so durch. Wobei, wir überlegen, also die Busse können dann einmal hier vorne jeweils an den Haltestellen der Straßenbahn halten, dann können wir hier nochmal einsetzen, dann kommt der hier rum. Ja, ich denke, damit haben wir hier schon mal so einen Pfad gesetzt. Das sollte ja eigentlich passen, dass der hier rumfährt. Können wir mal hier durchfahren lassen. Und alles weitere machen wir dann hier mit solchen Sandsteinen ruhig. Ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal alles abgegradet. Wir können hier noch ein paar Verbindungen, die vorher nicht da waren, die können wir jetzt hier nochmal setzen. Denn das waren ja vorher Fußwege. Das hätten wir auch. So, jetzt haben wir hier das Postamt, das muss an die Straße wieder. Und dann haben wir jetzt noch hier unsere ganzen Objekte. Also das Kinderkrankenhaus muss jetzt ja nicht ganz so nah an die. Vom Friedhof muss jetzt auch das Kinderkrankenhaus nicht hin. Das wäre auch ein bisschen vermessen. Dann, was haben wir hier noch alles verschoben? Hier den kleinen Spielplatz. Den können wir vielleicht hier vorne in der Nähe platzieren. So. Haben wir jetzt hier noch gehabt. Das war es auch schon hier der kleine Park noch. Haben wir den hier reingefuscht, wahrscheinlich nicht so einfach. Wo machen wir den denn hier vorne? Wäre ganz schön, ne? Ja, wir gucken mal. Aber damit haben wir das schon mal hier. Und jetzt müssen wir die Zonierung noch mal gerade ziehen, denn das haben wir jetzt alles kaputt gemacht. So, das Studienjahr. Oh, 980 Studierende gewonnen, 1586. Super Campus-Attraktivität etwas verloren. Können vielleicht da noch mal, wo wir gerade dabei sind, einmal sagen. Mal Geld in das Personal stecken. Wir stecken hier mal Geld rein.
Das Geld für die Tickets reduzieren wir mal. Richtlinien, Gastdozenten wollen wir gerne haben. Das ist universelle Bildung. Uniarzt finanzieren wir auch, für keinen haben. Ja, so, hier ist Eulos abgebrannt. Upsa. Was ist denn hier los? Der ist noch nicht untersucht, aber der Lernsaal. Da warten wir mal ab. So, wir waren dabei, hier die Zonierung gerade zu ziehen. Wir wollen hier in der Nähe des Hubs, da wollen wir hier die Zonierung aufheben, dass wir hier Gewerbe haben. Hier machen wir auch Gewerbe hin. Jetzt gucken wir mal nach den Plätzen, die es hier noch gibt. Was haben wir hier noch so Schönes? Ein großer Platz mit Sprengeln. Was bist du? Wunderbar. Kleiner Foodtruck-Platz, du passt wunderbar hier noch hin, sehr schön. Da haben wir ein paar Geschäfte hin, hier im Rückraum haben wir nochmal Wohnhäuser. Wir haben jetzt gerade keinen Bedarf an Wohnhäusern, aber das sollte sich ja eigentlich schnell entwickeln, denke ich mal. Gucken wir mal, dass wir hier nochmal ein Plangewerbe definieren. Gut, jetzt kann sich hier das Leben in Buchholt-Velmen entwickeln. Vielleicht noch mal ein bisschen Gewerbe hinsetzen, mit kleineren Einheiten. Bedarf ist da. Den Fußweg hier noch mal zu Ende führen. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir hier unseren zentralen Platz. Dann würde ich noch den Nahverkehr definieren. Aber hier ist doch schon einiges los. Und das verbessert sich jetzt gleich noch mit den Bussen. Die setzen wir jetzt. Sonst gibt es keine Gebäude, die ein Problem haben. Das sieht alles gut aus. Man sieht auch, wie hier über das Upgrade kommt. Wenn man sich das mal anguckt, das ist ja der Vorteil. Der Bodenrichtwert, der geht natürlich jetzt hier total durch die Decke. Alles grün, Wühlberg auch. Wahnsinn. So, was haben wir hier? Ach, das mag er nicht. Das Parkgebiet für unseren Stadtpark. Dann können wir jetzt hier die Buslinie noch definieren. Busse, da haben wir sie. Also müssen ja noch die U-Bahn, das machen wir dann gleich. Aber wir definieren jetzt erstmal hier ein paar Buslinien. Also eine Linie. Das war nicht so weit. Ganz kurz gucken, da sehe ich natürlich hier nicht die Verbindung. Wir gehen hier durch. Alles klar, da vorne fehlt doch noch was. Ja. Also, schauen, dass man das jetzt hier nicht sieht. Also, wir halten dann hier vorne. Hier. Und so. Ich weiß nicht, wir wollen. Idealerweise haben wir jetzt
Eine Linie, die hin und zurück geht. Na, hatten wir gesagt, das ist so nicht gut. Also, ne, das machen wir nochmal neu. Das müssten wir idealerweise so machen, dass das hin und zurück geführt wird. So, die Linie bitte einmal löschen. Also nochmal von vorne. Haben wir jetzt hier eine Linie, die hier entlang fährt, hier vorne hält. Die Linie fährt die Wühlbeck an. Und dann nehmen wir noch eine dritte Linie, die hat von hier vorne den Bahnhof, das machen wir später. Ich glaube, das könnte jetzt erstmal reichen. Ich will die jetzt auch noch nicht sonst weiter verändern. So, Buchholz und Wühlbeck-Linie, sehr gut. So. Der Blick hier über den Stadtteil. Können wir nochmal gucken, damit sei hier die. Das ist jetzt Buchholz, Velmen, Wühlbeck. Das ist ja das Gebiet. Alles geliefert. Straßenmusik, Zuckerrohr brauchen wir nicht freischalten, haben wir alles. Ja, alles klar. So, bei der Liniendetails, da brauchen wir keine 9, da reichen weniger. Nehmen wir mal 4 Busse. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Jetzt hatte ich gesagt, wir machen noch die U-Bahn-Linie. Oh, hier ist ja die lila, eine fährt ja schon. Ja, alles gut, das hat ja geklappt. Aber dann ist jetzt der Plan, dass wir hier nochmal einmal außen rum kommen, dass wir hier so eine Art. Gucken, wo sind denn hier unsere U-Bahn-Linien? Die führen hier. Also hier ist die Haltestelle. Wir könnten die hier im Kreis quasi eine große Ringlinie führen um die Außenbezirke rum. Also von hier aus kommend hier rum Richtung Marxloh. Oder von hier aus vielleicht reinkommen nach Marxloh. Denn da haben wir doch auch noch eine Querverbindung frei, oder? Ah ne, hier ist die gelbe, genau, die müssten auf die gelbe Linie kommen. Das ziehen wir mal eben, dass wir dann von hier aus, vielleicht werden wir dann auch hier diese Pendelverbindung wegnehmen. Wir kommen dann nämlich von hier aus geradeaus raus. Damit haben wir jetzt hier eine Ringlinie geschaffen, die dann hier nach Marxloh fahren kann. Die will ich jetzt noch nicht besetzen. Ich will nur erstmal schon mal hier die Verbindung haben. Wir haben hier auch noch eine für die Berufsschule oder diesen Ausbildungszweig. Das kriegen wir dann aber später. So. Ja, ich glaube, mit dem Schritt haben wir es jetzt geschafft, hier den ersten Stadtteil umzuwandeln. Wir haben jetzt auch keine Probleme mehr mit der mit dem Traffic Manager. Das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Von daher das ideale DLC für unsere Stadt. Mal hier, wie es hier aussieht. Linienübersicht, ne, Liniendetails. Hier sind auch zu viele unterwegs. Da reichen wahrscheinlich erstmal 2. Ja, das beobachten wir mal. Wir haben jetzt hier die, diesen kleinen Hotspot. Hier sind noch überall diese Autos, die hier rumstehen. Das finde ich irgendwie schade. Da fährt die Polizei. Gut, dann können wir hier nochmal ein bisschen Bäume pinseln. Aber ich denke, mit dem
Ausblick auf diesen Stadtteil hier. Was ist? Wieso baut sich doch das? Da könnten auch noch Gebäude stehen. Wir haben gerade wenig Bedarf. Okay. So. Wir pflanzen mal ein paar Bäume. Und damit, währenddessen ich hier ein paar Bäume pflanze, auch hier in der Wildbergkammer noch ein bisschen Möglichkeiten hier mit unserem kleinen Stadtwald. Denke ich, haben wir den ersten Schritt gemacht. Wir werden jetzt nach und nach unsere Stadtteile umwandeln, werden dann auch den Nahverkehr Schritt für Schritt umwandeln. Das dauert dann aber noch ein kleines bisschen, weil wir da einfach dann auch einen hohen Bedarf haben an Überarbeitungen. Bis wir das optimiert haben, das wird ein bisschen dauern, da müssen wir uns ein paar Folgen Zeit nehmen, aber ich denke, das macht schon Sinn, dass wir das tun. Aber damit springen wir hier rein. Und folgen hier den Leuten, die hier, ja, hier fahren wir doch mal quasi mit dem Bus auf der Buslinie entlang. Das sieht doch prima aus. Ja, also mit dem Flug durch unser neues Gebiet, was wir jetzt quasi einmal überarbeitet haben, unsere ältesten Stadtteile Buchholt und Velmen. Ja, haben wir diese Folge soweit abgeschlossen. Fliegen hier einmal durch unseren, ja, hier einmal durch unseren Platz der Zentrale, den wir hier geschaffen haben. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.